Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute beim Step Workout dabei bist. Wir werden heute nicht im Tempo der Musik arbeiten, sondern auf Timer. 30 Sekunden Belastung haben, 15 Sekunden Pause und wir haben immer Übung 1 und Übung 2, die wir dreimal hintereinander machen. Das heißt 6x 30 Sekunden für einen Block und das machen wir 4 Blöcke durch und danach bist du hoffentlich richtig schön gekräftigt und natürlich auch nass geschwitzt. Wir machen kein Warm-up davor, das heißt, mach dich auf jeden Fall warm, sodass deine Muskeln und deine Gelenke warm sind. Und jetzt würde ich sagen, wir starten. Wir starten jetzt mit dem ersten Kräftigungsblock. Ich mache den Stepper hoch. If you want, you can do the Stepper on an upper level, so it's more intensive. Wenn du möchtest, kannst du es eben höher machen, dann ist es ein bisschen anstrengender, wobei es für die Liegestütze leichter wird. Wir haben jetzt zwei Übungen. We will do two exercises. Exercise number one, it's a sumo squat. Wir machen zuerst den sumo squat. Dabei stellst du dich etwas breiter auseinander, also nicht so eng, sondern etwas breiter. Die Zehenspitzen zeigen nach außen und dann schiebst du dein Gesäß hoch und tief. Do a big step. Your knees go to the toes, and now you go up and down. The second exercise, it's a push-up. You can do it on your knees, du kannst es auf den Knien machen oder eben lang. Wir starten mit dem Sumo Squat. Komm mal tief und hoch, hoch fest. Richtig schön tief und wieder hoch. Deep Squat, and in the end here, the hip goes forward. Versuche immer die Hüfte ganz zu strecken, Po, Backen fest und wieder tief. Stay 30 seconds. Wir bleiben 30 Sekunden hier. Und dann machen wir die zweite Übung. The second exercise. And right now. So, go in your position, your push-up position. You can also do it on your knees. Du kannst auf den Knien oder auch in der langen Position. Jetzt mit der Brust Richtung Stepper. Go with the chest to the step. Your shoulder relaxed. Versuch die Schultern wirklich weit weg von den Ohren zu nehmen. Und dann richtig schön mit die Hüfte tief. Achtung, dass der Popo nicht hier hinten ist. Not like this. Put your hips forward. Sei eine Linie im ganzen Körper. Und komm hier tief auf den Knien und wieder hoch. Exercise number one, Sumo Squat on the other side. Wir machen jetzt auf der anderen Seite den Sumo Squat. Richtig schön die Zehenspitzen auseinander, wieder die Knie Richtung Zehenspitzen. Ihr habt immer 15 Sekunden Rest. 15 Seconds Rest. Komm hier auf und ab. Versuch dein Gewicht richtig schön in die Mitte zu bringen und pass auf, dass die Knie nicht nach innen fallen. Hier wieder auf und ab. Richtig schön hier oben, hier die Hüfte strecken. Hier geht's schlecht. 15 Sekunden. Und dann machen wir noch mal eine Liegestütze. Komm hier richtig schön auf und ab. Ab geht's in die Liegestütze Nummer 2. Push-up, round 2. Push your shoulders down. Versuch deine Schultern richtig schön tief zu drücken, sodass die Schulterblätter hier hinten tief kommen. Und jetzt Brust Richtung Stepper und wieder zurück. Po-Backen fest. Und hier auf und ab. Versuch richtig schön tief zu kommen und bei der Liegestütze ist es sogar gar nicht so schlecht. Da habt ihr den Stepper, wenn der höher ist. Ihr könnt natürlich einen langen Hebel. Come down, push up. Perfect. Now we switch from one to the other side. Komm jetzt tief, dein Po bleibt tief und wir gehen von rechts nach links. Schau aber wirklich, dass dein Po tief bleibt. 30 Sekunden, los geht's. Und dann haben wir schon die letzte Runde Liegestütze. Hier kannst du auch deine Arme mitnehmen. And your arms. Come from the one to the other side. 15 seconds.
Bleib richtig schön tief jetzt. Komm nicht hoch und tief. Stay here in deep position. Nice and deep. And now relax. So. Last time push-ups. Letztes Mal in die push-ups, die Schultern weiter. Knie aufstellen. Und let's go. Die Brust kommt Richtung Körper. Glutes tight. Your hip goes with you. Stay on one line. Bleib eine Linie im ganzen Körper. Und gib uns noch den Rest im langen Hebel. 7 Sekunden. Schau auch, dass die Ellenbogen nicht zu weit nach oben kommen. Und gut. Pause. Zweite Runde. In der zweiten Runde nimmst du den Stepper mal zu dir hier nach oben. Jetzt ist es ganz wichtig, dass du einen langen, geraden Rücken hast. Knie leicht angewinkelt, bend your knee, shoulders down. And now push the elbow up to the ceiling. Versuch den Ellenbogen nach oben Richtung Decke zu schieben und ruder hier mal mit langem, geraden Oberkörper. Los geht's. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 erkläre ich gleich. Und da sieht man richtig schön mein Zeh-Bar. Hier. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so schick aus. Stell fest, Chest up. Richtig schöner gerader Rücken, Ellenbogen hochziehen und wieder tief. Du kannst dabei bleiben, auch in Runde 2 und 3. Ich mache es aber da ein bisschen schwerer. You can stay in round 2 and 3 with the same exercise, but I try to do it more difficult. The second exercise, die zweite Übung, ist hier ein Zug nach oben. Wir machen das nur einmal. Nur einen Durchgang. We just do it one time because we do another exercise for the sides. Wir machen gleich eine Übung für die seitliche Bauchmuskulatur oder Transversus Abdominis. So, 5 Sekunden. Und gut. So, Exercise number 1, row, the row with the step. You can also do it with one arm. It's more difficult. Versuch deinen Rücken wirklich richtig, richtig schön gerade zu halten und den Ellenbogen hochzuziehen. Die Knie sind leicht angewinkelt, schöner gerader Rücken. Du kannst die freie Hand auch in den Rücken nehmen, Ellenbogen hoch, Brust raus, merk dir, welche Seite du hast. Ansonsten bleib bei der einfachen Variante. If it's too difficult with one arm, you can also do with two. Elbow to the ceiling, shoulders down. So, the stepper comes in one arm, just shoulders relax, and now come to the side, a little side hinge. Also versuch hier richtig schön zur Seite zu kippen, die Hüfte zur Seite zu schieben, Brust raus. 30 Sekunden hier. Dann rudern wir auf der anderen Seite und machen den Seitlift zur anderen Seite. Brust raus. 15 Seconds. Deine Hüfte ist komplett gestreckt, du bist bei einer Linie. Make sure you're one line from the side. Okay. So, the other side, rowing. Hip is here banded and now the elbow go up. Schau wieder, dass die Brust rauskommt. Die Hüfte angewinkelt und hier richtig schön nach oben rudern. Zeig's aber mal von der nicht so schönen Seite. I will show you from this side. Put your elbow to the ceiling. Just make sure the shoulders don't come up. Push your shoulders down.
und 8 Sekunden. Ich weiß, es ist anstrengend. If it's too difficult, you can also do it with 2, 3, 2, 1 and relax. So, on the other side, shoulders down. Stay in a very strong position. Versuch wirklich schön gerade zu sein, eine starke Position zu haben, eine gerade Position und hier richtig schön nach unten ziehen. Wir haben gleich mit dem zweiten Block unsere Kräftigung geschafft. 18 Sekunden. Richtig schön tief und wieder hoch. Schön tief nach unten und wieder hoch. Two, one, and relax. Perfect. So, you're finished with two parts. Du bist fertig mit den zwei ersten Parts. Jetzt kommen wir zum dritten Part und zwar machen wir Lunges. Der rechte Fuß geht auf den Step. Hier der linke geht nach hinten. Du machst hier einen großen Step tief und kommst wieder hoch. 30 Sekunden auf der einen Seite, dann Exercise number 2. Wir machen 30 seconds on one side. Push your knee down and come up. Knee down and up. Wenn du es mal mit einer anderen Belastung machen möchtest, kannst du auch den hinteren Fuß auf den Stepper stellen. You can also do it like this. It's another tension for your legs. Deine Muskeln müssen ein bisschen anders arbeiten. Versuch richtig schön das Knie hinten abzutauchen und wieder hochzukommen. Hinten abtauchen, wieder hoch. Number 2. Deinen Stepper schnappen. Gerne hier etwas tiefer. Und dann schieben wir den Popo nach hinten weg. Gerade Rücken und kommen nach oben, Hüfte strecken. Hip hinge hier. Glutes tight. Versuch deine Po-Muskulatur anzuspannen, lange gerade Rücken tief, Po fest, lange gerade Rücken, Po fest. Shoulders relaxed, deine Schultern sind ganz entspannt, Po fest. 10 Sekunden noch, bend your knee a little bit. Versuch immer deine Knie so ganz leicht anzuwinkeln, abstellen, other side, lunge. So, chest up, feet down, and knee down. Let's go. Komm tief und wieder hoch. Und schön tief nach unten abtauchen und wieder hoch. Du merkst schon, du kannst natürlich den Block auch nochmal machen. Du findest unten Timestamps. Da kannst du nochmal zurückspulen. Und dann kannst du, wenn du möchtest und du mehr möchtest, hier nochmal einen zweiten Durchgang machen. Aber nur, wenn du magst. Hier tief und hoch. Tief. So. Exercise number 2. The deadlift. Shoulders down. Glutes backwards. 3, 2, 1 and go. Come up and push your shoulders down, chest up. Versuch immer, wenn du hochkommst, Pobacken fest und nochmal die Brust raus und die Schultern hinten zusammenziehen. Wie gesagt, langer gerader Rücken. 4, 3, 2 und gut. Last round. Now we will switch from one to the other side. Jetzt werden wir oben das Bein wechseln, komm immer hoch, tief in den Lunge, hoch, wechseln, tief in den Lunge, hoch, wechseln, sodass wir immer einmal die rechte und einmal die linke Seite haben. Versuch richtig schön tief. Try to do it in your full range of motion. Versuch wirklich richtig in der vollen Bewegungsamplitude zu arbeiten. Das ist jetzt der Vorteil mit dem Step.
Hab Hüfte strecken, tief. Good. Perfekt. Last round with the stepper, the deadlift. Letzte Runde mit dem Stepper, den Deadlift. Und dann haben wir noch eine letzte Runde auf dem Boden. Popo nach hinten und wieder hoch. Wenn du möchtest, kannst du dir eine Matte hinlegen. Ich mache das ohne Matte. Wir machen zuerst eine Schulterbrücke und dann eine Bauchübung, eine Stabilisationsbauchübung. Exercise number one. It's shoulder bridge. And number two. Relax. It's something for our abs. So, schaut mal zu. Exercise number one. The bridge. The heels go into the step. Versucht, die Fersen in den Stepper zu drücken, Hüfte hoch und wieder tief. Hüfte hoch und tief. Wir machen die erste Runde so, komm schon gleich auf den Boden, mach dich ready. Schultern auf den Boden, Ferse in den Stepper und los geht's. Hüfte hoch, Po fest und wieder tief. Hüfte hoch und tief. Wenn du mehr möchtest, wechselst du immer ab zwischen rechts und links. Pass aber auf, dass du den Stepper nicht wegschiebst, sondern versuch, den Stepper in den Boden reinzudrücken. Try to push the step into the ground. Hüfte hoch und wieder tief. Wenn es zu viel ist, beide Füße auf dem Boden. Hier Hüfte auf und ab. Gut. Komm jetzt. Exercise number two. With the hands under your shoulder. The toes on the ground. Die Zehenspitzen aufgestellt. Jetzt heb mal die Knie an und halt einfach mal die Spannung. Wenn du möchtest, halte hier die Spannung. Ansonsten komm mal hier tief nach unten und dann wieder hochgelaufen. Tief nach unten und wieder hochgelaufen. Und schau, dass du hier richtig schön stabil bleibst im Rumpf. Hopp, tief und hochtapp. Hopp und hochtapp. Fix your body. Your core muscles and come down, shoulder bridge. So, zweite Runde Schulterbrücke. Wenn du möchtest und du mehr willst, nimm ein Bein lang nach oben und jetzt schieb nur einmal die Hüfte hoch und tief und zwar nur die rechte Seite. Wenn es zu viel wird, beide Füße drauf, Hüfte hoch, tief. Okay? Ansonsten versuch hier richtig schön die Hüfte hoch und tief absenken. Merk dir welches Bein. Remember your leg. You have to swap to the other side. In the next round, but between, we do exercise number two. Jetzt nochmal Übung Nummer zwei, Schultern weit weg. Zehenspitzen aufgestellt. Gerne, wenn du mehr möchtest, auch in die Push-Up-Position. If you want more, you come to the Push-Up position and come up and down. Down, down, up, up. Versuch richtig schön stabil im Rumpf zu bleiben, gell? Fix your core muscles. So. Make sure your hips don't move, don't shake from one to the other side. Last round, letzte Runde. Ferse in den Stepper, Hüfte hoch tief. Heels on the step. Now make sure your one leg stretched. Hüfte hoch und wieder tief. Auf und ab. Darfst Lächeln nicht vergessen. Vor lauter Quatschen. Richtig schön die Ferse in den Stepper rein, Hüfte hoch. Und dann machen wir noch eine Finisher. 30 Sekunden. Wo wir nochmal ein bisschen mehr machen.
Und gut. So, last exercise. So, keep the hands under your shoulders, shoulder down. Dann hier die Zehenspitzen aufgestellt. Und hier rechts, links mal ran. Mountain climber. If you want more, you can push up the limit, push up the speed. So, knees to the chest. Versuch hier mehr zu machen, wenn du möchtest. Also schneller zu arbeiten. Du kannst auch ganz schnell, aber schau, dass die Hand immer unter der Schulter bleibt. Wenn es dir zu viel wird, mach das Ganze langsam oder bleib hier Knie hoch und tief. 3, 2, 1. Perfekt. You're finished. Perfekt. So, for a little cool down with the step, you can push the button. Or the link is in the description down below. Du findest noch ein kleines Cooldown hier oben in der Infobox, aber auch unten in der Beschreibung. Also mach auf jeden Fall noch einen Cooldown nach unserem Krafttraining. Und vielen Dank. Gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Wir haben jetzt 20 Minuten durchgemacht. Das hat sich nicht so lang angefühlt, oder? Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Training und bis zum nächsten Mal. Bye bye, see you next workout. Thank you for joining. Bye bye.